Servus miteinander, das ist der Martin im Auftrag von OLED. Ich zeige euch heute das neue OKS2 Multitool. Das Ganze kommt in einer Kartonverpackung und da steht schön drauf, 131 Gramm ist das Ganze leicht oder eigentlich für die Größe, ich finde sogar ein bisschen massiv, aber es steckt ja auch sehr viel drinnen. Natürlich ist auch eine Bedienungsanleitung dabei. Da werden alle Funktionen erklärt und auch noch ein paar Hints gegeben, wie das Ganze zu bedienen ist. Aber das zeige ich euch vor, deswegen können wir das zur Seite legen. Dann schauen wir uns mal die ganzen Funktionen an. Natürlich auffällig der Gürtelclip. Da unten gibt es einen Glasbrecher mit so einer Keramikkugel. Und da sehen wir schon das erste, so einen Pin. Mit dem kann ich die Klinge ausfahren. Die verriegelt dann auch automatisch, hat da unten eine Sperre, die tue ich weg, damit man sich nicht wehtut. Und kann die Klinge wieder einklappen. Auf der anderen Seite gibt es eine Säge. Auch die verriegelt automatisch, dass man sich also beim Sägen nicht die Finger ruiniert. Einfach wegschieben und einklappen. Da auf der Rückseite gibt es so einen Hebel. Mit dem drücke ich nach außen. Dann fahren wir diese ganzen Einsätze raus. Da gibt es einerseits einmal Kreuzschlitz, Nagelfeile, hinten so ein bisschen eine Markierung, eine Ahle, die ist recht scharf auf der Seite und natürlich klassisch Flochschraubenzieher, Dosenöffner, Kapselheber. Die Funktion blockiert auch. Um das zu lösen, drückt man den auf die Außenseite, dadurch kann ich das wieder einklappen. Also wenn ich möchte, und gerade beim Dosenaufmachen gibt es ja viele, die sich dann wedern, aufmachen, blockiert, kann nichts passieren, entriegeln, zumachen. Und die letzte tolle Funktion, oder eigentlich sind es noch zwei, ist, wenn ich da aufklappe, ist eine große Schere drinnen, mit der man auch wirklich schön arbeiten kann. Und da hinten im Griff der Schere ist nochmal eine Pinzette versteckt. Und da einfach einklappen und weg ist das Ganze. Das OKS2 gibt es jetzt im Sale um 30% herabgesetzt. Danke fürs Zuschauen und seid so nett, drückt auf den Gefällt-mir-Knopf. YouTube und Facebook, die brauchen das leider. Pfiat euch!